Geh weg da, da brennt's! Du bist blond, aber das musst du doch sehen! Geh weg! Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Emergency 5. Nach Hause! In Ordnung. Was geht's? Ich möchte dich nach Hause schicken, falls du es irgendwann mal schaffst, diese dumme Troller da reinzuladen. Komm, rein. Feierabend. Rein. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Bar. Ist der Rüstwagen mittlerweile da? Jawohl. Ach, jetzt hätte der inzwischen... Ich hab doch den Befehl schon gegeben, ey. Wird erledigt. Ja, ganz toll. Man muss den alles dreimal sagen. Überall brennt's. Was macht der jetzt hier? Löscht der noch, oder? Nö, der löscht nicht, der steht blöd rum. Toll. Komm, geh mal da hinten hin und lösch mal da. Hilf da mal. Notarzt ist auch fertig. Alles klar. Ja, ich... Warum sollt ihr bitte die Schläuche rausholen? Für was? Hä? Wie wär's mit Löschen? Bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Hallo? Jawohl. Oh Gott, ey, das kann nicht wahr sein, ey. Das kann einfach alles nicht wahr sein, teilweise. Meine Güte, ey. Alles muss man denen dreimal sagen, ja. Höre. So, jetzt verpiesel dich, du da. Ja, bis ihr das da festgeschraubt habt, ne? Irgendjemand löscht, aber ich weiß nicht wo. Ach, da löscht einer. Einer hat es immerhin schon geschafft. Na, ganz toll. Gut, der kann heim. In Ordnung. Bin bereit. Da sind die ausgestiegen. Ja. Achtung, Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Im Prinzip ist ja alles gegessen jetzt, ne? Erwarte Befehle. Okay, warte mal, ich muss erstmal die ganzen Deppen da wieder zusammensuchen. Höre. Da hocken alle drei, das heißt, der kann heim. In Ordnung. Höre. Erwarte Befehle. Da hocken alle drei drin, kann heim. Alles klar. So, und wo sind die anderen drei Feuerwehrleute? Da ist einer. Höre. Da ist einer. Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Ich habe keine Ahnung. In Ordnung. Ist mir egal jetzt. Dann bleibt er halt hier. So. Fahrzeugbrand. Mal ganz was Neues. Okay. Wir brauchen einen Rüstwagen. Da kann er mal dahin fahren. Sind da irgendwelche Verletzten? Nein. Gut. Abschleppwagen brauchen wir noch einen. Kann natürlich sein, dass da... Ist in Arbeit. Das Ding daneben auch noch Feuer fängt, ne? Das kann natürlich passieren. So, jetzt drücken wir Pause und schauen mal in den Live-Chat rein, ganz kurz, ne? Damit, bleib mal hier. Nicht weg, nicht weg, nicht weg vom Geschehen, nicht weg. So, mal gucken. Okay. Timeout Emergency 5 Player. Könntest du das öfter spielen, wenn Mods draußen sind? Das ist einfach nur eine Frage, wie viele Zuschauer wir haben. Und wir haben 132 Zuschauer. Das ist sehr stabil die ganze Zeit, aber es ist insgesamt sehr wenig im Vergleich zu dem, was ich bei OMSI bekomme und bei Eurotruck zum Beispiel. Deswegen, leider wahrscheinlich eher nicht. Ja? Außer, es bessert sich wieder. Und am Schluss gibt es den Bausimulator 2015. Habe ich ja versprochen, ne? Schauen wir mal. Die müssen jetzt erstmal wieder ankommen, ne? Oh, Moment, ich kann was kaufen. Ich kaufe jetzt einfach mal... Ah, nee, ich warte noch, weil dann kann ich mir das Feuerlöschboot kaufen. Ja, komm, da sparen wir noch 200. Dann kann ich mir das Feuerlöschboot kaufen. Hurra! Prost übrigens. Auf euch, ich trinke nochmal einen Schluck. So. Solange wir die brauchen, brennt da fackelt da halb Hamburg ab. Notruf. Ach, komm. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Sofort. Ja, wird zusammengeschlagen und transportiert. Ist kein Problem. Das ist ja alles nur Geplänkel, ne? Das ist alles nur Geplänkel, weil es kommt ja dann wieder eine Hauptmission. Aber ich glaube nicht, dass wir die heute noch schaffen. Was ist denn jetzt hier? Wo bleiben die denn? Hamburg ist groß, ne? Was machst du denn hier? Höre.
Kannst du dich aber nach Hause fahren, du Arsch? Oh, fahr halt noch dich daran. Also bitte, manchmal. Zu Befehl. Ja? Unglaublich. Seid ihr ausgestiegen, ja? Gut. Wird gemacht. Ratet mal, was er mit dem Schlauch machen müsste. Meint ihr, er kommt da drauf? Meint ihr, er kommt da drauf? Meint ihr, er kommt da drauf? Hä? Nein, die kommen natürlich nicht drauf. Alles ich habe euch den Schlauch nur in die Hand gegeben, damit er dran rumlutscht. Meine Güte, ey. Das ist einfach ein bisschen unlogisch manchmal, das Spiel. So, kommt da jetzt eigentlich auch ein Rettungswagen? Notarzt, habe ich die geholt? Ich habe es vergessen. Geh mal dahin. Ja, bin dabei. Da ist immerhin schon mal alles vertreten jetzt. Irre, verstanden. Gut. Kümmer dich mal um den da. Ich bin nur froh, wenn ich diesen scheiß Rettungshund nicht einsetzen muss. Diesen dümmsten Hund der Welt, ey. Kein Problem. Ja, dann mach mal. So, mach mal was irgendwie, dass der wieder gesund wird. Vielleicht müssen wir ihn gar nicht abliefern. Ah, gelöscht, sehr schön. Habt ihr auch mal was geleistet, endlich. Bin bereit. Jawohl. Ja? Jawohl. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Ja? So, abschleppen. Ist in Arbeit. Mal schauen, ob er das schafft. Ja, fährt erstmal außen rum. Um Timbuktu außen rum und dann... So. Höre. Also, wenn jetzt noch die Hauptmission kommt, dann machen wir noch die Zwischensequenz, die ich dann natürlich wieder vertonen werde, weil ich ja den, die Musik ausgeschaltet habe. Ach, die müssen wir gar nicht heimbringen. Sehr schön. Ich habe die Musik ausgeschaltet wegen der GEMA. Achtung, uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Okay, so viel zum Thema, es kommt eine Hauptmission. Verhaften Sie den Bombenleger. Ja? Sollte die Bombe explodieren, sofort. Bevor Sie sie entschärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Okay, ich schätze mal, ich muss da schnell hin, ne? Okay, da ist die Bombe. Da brauchen wir einen SEK-Roboter. Da. Zack. Zu Befehl. Und dann brauchen wir natürlich noch die Bullerei. Dann nehmen wir am besten gleich zwei, wenn wir sie schon haben, ne? Wird erledigt. Und das hier, der wird das ja wohl alleine noch hinkriegen, hoffe ich, oder? Erwarte Befehle. Heimfahren, komm. Bin dabei. Übrigens, wenn du da stehen bleibst und die Bombe geht hoch, dann bist du auch tot. So ein Kamikaze-Typ, oder? So ein Terroranschlag, oder was soll das sein? Aber da bleibe ich jetzt auch mal drauf, ne? Weil wenn das Ding explodiert, eigentlich ist es ja fast wert, ne? Mal abzuwarten, was passiert. Ich muss noch mal schauen. Ist unterwegs, na dann. Ja, bleib einfach da stehen, ist okay. Du hast es gar nicht anders verdient. Maxi267 fragt, Harald, wie viele Klicks sind bei dir viel? Das kommt jetzt darauf an, auf dem YouTube-Kanal oder auf Twitch. Also Twitch, wenn ich 300 Zuschauer habe, das ist viel, das ist geil. Momentan haben wir 127 zum Beispiel. Und in meinem Kanal ist viel einfach das, was OMSI2 schafft. Und das sind immer so immer über 4000. Das ist viel. Sag mal, wo holen die denn jetzt hier den SEK-Roboter? Bauen die den erst zusammen oder was? Ich habe so ein dumpfe Gefühl, dass das nicht gut geht. Bilde ich mir das ein oder piept das immer so ein bisschen schneller so langsam? Das macht einen fast ein bisschen nervös. Na also. Was geht's? Verstanden, ja? Zu was sehr lustig ist. Stopp! Achtung! Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Kann der Roboter das jetzt entschärfen, obwohl der noch so halb auf der Bombe draufsteht? Oder wie ist das? Erwarte Befehle. So, ich habe ja immer noch keine Schusswaffe, ne? Sehe ich das richtig? Wird gemacht. Na gut. Weiter. Alles klar. Pfefferspray. Bin Notruf. Bereit. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache und Fesseln. Unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Höre. Sofort. Und SEK-Roboter raus. Und geht mal da weg. Hallo, ich muss die Bombe entschärfen. Geht mal weg. Bin dabei. Höre. Ist in Arbeit.
Erwarte Befehl. Wird erledigt. Erwarte Befehl. Alles klar. Bin bereit. Wird gemacht. Ich hab sowas von im Griff hier. So, Müllbrand. Ach komm. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen. Bin dabei. Müllbrand ist egal. Müll kann doch brennen. Ist doch scheißegal. Müll ist doch super. Kommt eh in die Müllverbrennungsanlage. Insofern ist es doch egal. Kann doch der Müll einfach verbrennen in der Zwischenzeit. Erwarte Befehle. Können auch einfahren. Verstanden. Ach, die bleibt da liegen, die Bombe. Ist ja geil. Wird entschärft, aber bleibt liegen. Ja, ist klar. Es ist realistisch. Höre. Kein Problem. So, Müll brennt. Naja, komm. So, jetzt kann ich was kaufen. Aber jetzt hole ich erstmal noch den, Rüstwagen reicht. Wird gemacht. So. Und jetzt kaufe ich das Boot. Ach scheiße, ich hab mich verguckt. 11.500 brauche ich. Müssen wir noch weiter sparen. Legen wir inzwischen auf der... Hä, wo kommt der so schnell her? Ist ja der Brüller. Zu Befehl. Die Feuerwehr ist ja mal richtig schnell. Wobei es natürlich nach wie vor, das muss ich euch jetzt mal zeigen hier, unrealistisch ist. Ihr seht das. Die kommen an mit runtergelassenen Rollläden, ne? Mit, na, ihr wisst schon. Also diese Rollläden sind runtergelassen. Und die müssen bei der Einsatzfahrt schon oben sein. Das steht in der Feuerwehrdienstverordnung. damit die schneller an die Gerätschaften kommen. Ne? Deswegen ist das vom Spiel her ein bisschen unrealistisch. Aber naja, komm. Ist ja ein Spiel. Müssen wir nicht so ernst nehmen. Jawohl. Und Schlauch. Die Schlampe da. Schaut euch das mal an. Bin dabei. Geh weg da, da brennt's. Du bist blond, aber das musst du doch sehen. Geh weg. Oh, guck mal, der macht die an. Er will sie mit ihrem Schlauch, also er will sie mit seinem Schlauch, genau, guck mal zu, guck mal meinen Schlauch an. Ach, der löscht schon. Na dann. Die stellt sich dahin zu dem Schlauch, ne? Das finde ich sehr beeindruckend anscheinend. Vier Brände. Ach so, der scheiß Baum. Ach komm, Bäume können auch brennen, das macht nichts. Das ist der Lauf der Natur, das wird zu Humus und dann, ey, die sind schlau, ey. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich. Ja, ist ja gut. Und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Nee, nicht Bergefahrzeug. Blödsinn. Das brauche ich. Bin dabei. So. Komm, weiter spritzen, Freunde. Das kriegt ihr doch in den Griff hier, oder? Drei Feuerwehrleute müssen reichen. Du dumme Schlampe, du bist blond, aber geh doch mal weg hier, das brennt noch. Sowieso eine aus dem Plattenbau. Seht ihr das? Bauchfrei. Jogginghose. Naja, ist nicht so schade um sie. Passt schon. Abschaum. Kann ja ein bisschen mit verbrennen, ne? Haben wir es jetzt bald? Das ist Darwin Award. Ich meine, wenn die da verbrennt, ist es selber schuld, ne? Ich meine, noch deutlicher kann es nicht brennen. Sehr schön. Okay, Freunde. Zack. Zack. Bin bereit. Und. Zack. Einsteigen. Sofort. Und wo ist denn da der. Wo ist der denn jetzt hin? Ist er dann nicht da noch? Wo ist er denn? Ist er unterwegs oder was? Ich kann gar nicht mehr zurück und die heimschicken. Zum Glück ist Nacht. Jetzt kann ich's kaufen! So, fahren die heim? Selbstständig? Ist in Arbeit. So. Sprutzel, Sprutzel! Haben wir's jetzt bald, ey? Wo bleibt ihr denn? Ist der da unterwegs, oder? Hä? Moment. Ich hab den doch losgeschickt, oder? Ja, definitiv. Und wo ist er jetzt? Wo bleibt er? Stunden später? Notruf. Brandausbruch. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Das hört überhaupt nicht mehr auf.